Moin, kennt ihr das noch? Mein Herbstkleid, so schön kuschelig. Das ist richtig kalt geworden hier. Aber ich glaube, ab morgen sollen die Temperaturen noch mal wieder ein bisschen höher gehen. So, das habe ich jetzt noch über von meiner Jacke. Ich habe alles anders gemacht, als ich gesagt habe. Das ist der Künstler, ne? Aber egal. So, ich komme mal zu euch. Schwuppdiwupp. Ein bisschen Sport schon gemacht. Hier die Beine hoch, rauf, runter. Schon Filzpantoffeln an. Ohne Sohle. Ich mag das lieber ohne Sohle. Ich lasse es auch so stehen. So. Also das habt ihr alles gesehen, ne? Das habt ihr noch nicht gesehen. Kein Dreiviertelarm. Ich hatte nämlich Wolle genug für einen Langarm. Und dann musste ich ja immer haushalten. Wie komme ich mit meinem Garn hin? Und das ist jetzt noch übrig. Und habe sogar hier unten noch ein bisschen dran gehäkelt. Und nun habe ich meine Länge erreicht. Nun passt es sehr gut. Wenn ich es mal ein bisschen hochkrempeln möchte, dann sieht es auch so ganz süß aus. Und das ist das gleiche Muster, wie ich das hier gehäkelt habe. Ja, den Arm habe ich, glaube ich, schon gesagt. Eins rechts, eins links, eins rechts, eins links. Eine Tasche schaffe ich jetzt leider nicht mehr. Aber ich möchte mal was versuchen. Ich habe mir mal eben ein Video angeguckt und jetzt will ich mal schauen. Ich glaube, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann sage ich das lieber nicht. Ich glaube, das war von der Eve, aber ich weiß es nicht. Also das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Und ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe das noch nie gemacht. Ein Knopf selber häkeln. Ich sollte einen Kuli nehmen. Mache ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt einfach hier meine Häkelnadel. Man sollte 15 Mal drum zuwickeln. Mein Knopf soll schön dick werden. Sie hat gesagt, wenn man mehrmals drum zuwickelt, wird er dicker. Und wenn man weniger, dann wird der Knopf kleiner. Also ich mache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10, schön eng sollte das. 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ja, ich versuche das jetzt erstmal an 20. Dann ganz vorsichtig runternehmen. Man ein Loch und jetzt nehme ich nicht den dicken Häkelhaken, gehe da durch, hole mir jetzt den Faden, ich weiß jetzt nicht, ob das klappt, gehe da durch und mache sofort eine Kettenmasche und dann ist es auch fest. Dann mache ich jetzt, ich mache auch nur den Anfang. Und dann mache ich den E bisschen anders. Ich wollte es nur im gucken, ob ich das jetzt hinkriege und euch einfach zeige, einfach dran gehen. Entweder man hat es mitgekriegt, alles das Video, und dann gehe ich einfach hin und denke, oh, das ist interessant. Und bevor ich das Ganze vergesse, mache ich das dann immer sofort. Am liebsten mit dem Video. Aber ich wollte euch das zeigen, dass man sich einfach an irgendeiner Sache rantraut. Ob es eine Anleitung ist oder ob es auf YouTube jemand ist, die das super gut erklärt. Einfach. Und
Bei mir sind das, ich habe so viele Abos, wo ich dann immer Zugriff drauf habe, wenn ich irgendwas wissen will. Und es kostet ja auch nichts, ein Abo. Das ist ja das Schöne. So, und ich bin hier auch schon wieder anders. Ich habe gesagt, feste Maschen. Ich mache hier schon halbe Stäbchen, weil ich möchte einen schönen, dicken Knopf. Ich finde die Idee sowas von genial. Und so habe ich auch keine Reste. Sofort Reste verarbeiten. Immer mal gucken, ob mein Video auch läuft. Aber im Moment klappt das ganz gut. Seht ihr das? Ich ziehe meine halben Stäbchen schön hoch. Dann wird es auch schön locker. Das war sehr gut mit 20 Mal um den durch das Loch. So, und schön bis am Anfang an. Und der Anfangsfaden ist auch schon mit verarbeitet. Den brauche ich gar nicht. Hätte ich nicht, könnte man auch schön mit. Reicht, ne? Den ziehe ich mir jetzt schon mal raus und jetzt passe ich auf. Denn den nehme ich ja sofort zum Annähen. Dann brauche ich nicht nochmal einen Faden. Jetzt schön beiseite, sonst ist er gleich weg. So, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Jetzt mache ich hier eine Kettenmasche. Hier oben reinstecken und sofort durchziehen. Dann ziehe ich den Faden lang und mache jetzt Stäbchen. Aber alle nochmal wieder in dem Loch. Auch das hat sie nicht gemacht, also ich verändere den ganz. Braucht ihr eigentlich nur den Anfang. Und dann kommt wieder mein eigenes. Dann gucke ich gleich mal, sehr schön. Ich finde das sehr, sehr schön. Und dann auch noch in Grün. Perfekt. Passt. Und auf der anderen Seite mache ich einfach eine lange Luftmasche. Voll die gute Idee. Also ich finde es gut. So, was ich auch noch immer sagen kann bei den nächsten Videos, es sind noch 2 Betten frei. Also auch da würde ich mich freuen, wenn hier jemand aus meiner unmittelbaren Nähe kommt, so 100 Kilometer kann man, glaube ich, wohl. Vielleicht habt ihr Lust, 2-3 Tage. Nun braucht ihr auch keine Woche. Die erste Dame, die hat sich 2 Nächte gebucht. Man kann sich auch ja 3 Nächte buchen. Oder so mal einen Tag zu mir kommen, wenn es dicht ist, in meiner Strickwoche. Ich würde mich riesig, riesig freuen, mit Gleichgesinnten das zu machen. Und nachher mache ich euch auch noch ein Tragefoto und ich frage meinen Mann, ob er mit mir einmal durch mein Atelier geht, denn ich habe alles wieder neu dekoriert. Ich habe alles ein bisschen auf herbstlich. Ich habe meine ganzen Winter kann ich nicht, noch nicht sagen, aber ziemlich viel Herbstsachen zum Anziehen schon mal hingehängt. Die allerdicksten Pullover
Und ja, ein dickes Kleid habe ich nicht, aber dicke Jacken, die dürfen noch warten. So, jetzt noch eine Kettenmasche. Bin ich auch rum? Nee, ich bin noch gar nicht rum. Bis da vorne muss ich, glaube ich. Sieht das nicht schön aus? Seht ihr? Das habe ich mir jetzt überlegt. Bis dahin sollte ich noch. Dann ist es schön gleichmäßig. Weil ich komme fast gar nicht mehr durch. Aber zwei, dreimal geht noch. Deswegen habe ich gedacht, ich bin fertig. Und ich habe hier den Faden, ja, der ist zu kurz. Der ist zu kurz, den schneide ich mir ab. Nicht, dass der Knopf beim ersten Mal festmachen mir abgeht. Das möchte ich auch nicht. Da ist ein Knoten drin im Garn. Ich hätte noch ganz, ganz gerne zwei Taschen drauf gehäkelt. Aber wenn das Garn leer ist oder auf ist, dann ist das so. Ich könnte jetzt im Netz gucken und ich könnte auch einen Aufbruch starten. Aber nein, ich könnte auch noch vielleicht irgendwann in Gelb, in Grün, in Orange. Aber sie ist jetzt fertig und dann ist sie auch fertig. Vielleicht ist sie auch schon weg, weil ich hatte doch ein paar, die gesagt haben, oh, Bärbel, die ist aber schön. Ja, und ich sage ja immer, wenn weg ist, ist weg. Und wenn dann eine Wertschätzung kommt bei jemand, der das echt weiß zu schätzen, wie viele Stunden und wie viel Arbeit und wie viel Zeit da drin ist, dann gebe ich auch gerne mal was von meinen Sachen ab. Boah, ich finde den richtig schön. Jetzt mache ich. Kettenmasche habe ich gemacht. Jetzt versuche ich mich nochmal an den Krebsmaschen. Das häkelt man ja rückwärts. So immer in den zwei Maschengliedern rein, Faden holen, dann hat man zwei auf der Nadel, durchziehen und rein ins nächste Maschenglied. Aber das habt ihr schon öfters bei mir gesehen, ne? Das mag ich eigentlich immer ganz gerne tun. Ja, und dann gleich noch die Fäden vernähen. Ich weiß nicht, ob ich das spannen muss oder dämpfen muss. Das sehe ich dann, wenn ich das anhabe. Aber ich kann das meistens gar nicht abwarten und mache immer sofort Bilder. Was habe ich gerade? Ach ja, zugenäht habe ich das Ganze, weil ich wollte es ja ganz, ganz gerne auflassen und das hat mir nicht gefallen. Und da habe ich gedacht, Bärbel, nee, das ist schön sauber, so viel das Ganze. Und beim Auflassen hatte ich keinen guten Sitz. Und da ich Garn genug habe, habe ich das Ganze zusammen gehäkelt. Dann hätte ich auch noch ganz gerne diese Seite leihen mögen mit den Stegen. Das sah aber auch nicht aus. Und von daher habe ich das jetzt einfach. Diese Seite ist die rechte Seite. Ja, ganz sauber, ordentlich. Und wie gesagt, Fäden muss ich noch vernähen. Gut. Dann war es das. So sieht mein Knopf aus. Ich finde den recht schön. Ich muss natürlich noch bis da vorne. Aber das reicht für heute. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und ich drehe euch nochmal. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kriege das noch gut hin. Ich
habe dann noch was fertig gemacht mit Heide und mit einer Rose. Und die Rosen habe ich in so kleine Reagenzgläser gesteckt. Wasser drin und sieht ganz nett aus. Orange und lila und eine orange Kerze. Ja, ihr werdet es sehen. Ich drehe euch ganz vorsichtig und dann mache ich die Kamera aus und sage tschüss. Bis bald, eure Bärbel. Habt einen schönen Dienstag. Ich hoffe, es hat geklappt. Tschüss.